Was bedeutet HRV? Herzratenvariabilität, Herzfrequenzvariabilität, Herzrhythmusvariabilität. Es sind unterschiedliche Begriffe für die Messung und Analyse der RR-Intervalle, QRS-Komplex von EKG-Signalen. Je variabler und unterschiedlicher die Zeitabstände von Herzschlag zu Herzschlag in Ruhe sind, desto gesünder sind wir, da wir optimal auf unterschiedliche Reize reagieren können. Die HRV ist ein einzigartiger und ganzheitlicher Gesundheitsparameter und Goldstandard in der Medizin. Die HRV zeigt, wie gut der Körper mit Stress umgeht. Die HRV-Analyse ermöglicht die Anzeige der aktuellen Stressbelastung und Stressregulation, stetige Therapieverlaufskontrolle, Kontrolle der Dosierung von Medikamenten, zum Beispiel Beta-Blocker bei Bluthochdruck, Bewertung der Effektivität von Therapiemaßnahmen, Medikamenten oder Nahrungsergänzung, psychologische Wahrnehmung und Entscheidungen, Lebensumstände und die effektive Trainingssteuerung für Amateur- und Profisportler für einen höheren Leistungsoutput. Was wird bei der HRV genau gemessen? In einem EKG-Signal gibt es den QRS-Komplex mit R-Zacke. Bei der HRV-Analyse werden die Zeitabstände von R-Zacke zu R-Zacke, das RR-Intervall, in Millisekunden gemessen und ausgewertet. Was sagen die Abstände von Herzschlag zu Herzschlag genau aus? Das Herz ist ein Erfolgsorgan, wobei der Rhythmus der Herzschläge permanent durch das vegetative Nervensystem angepasst wird. Die fortlaufende Anpassung eines Herzschlags zum nächsten Herzschlag ist lebensnotwendig und Teil unseres Überlebensprogramms. Das vegetative Nervensystem steuert und reguliert im Hintergrund autonom in jeder Sekunde unseres Lebens alle Organe und Zellen. Blutdruck, Gefäßengstellung und Gefäßweitstellung. Energiebildung, Sauerstoffaufnahme und Transport. Herzfrequenz, Blutmenge und Blutverteilung. Verdauung, Nahrungsaufnahme und Aufspaltung. Immunsystem, Immunfunktion und Immunintelligenz. Hormonproduktion, Stoffwechselsteuerung und Fortpflanzung. Wahrnehmung, Sinnesorgane und Reizverarbeitung. Reparaturprozesse, Wunden, Verletzungen und Regeneration. Welchen Einfluss haben Stresssituationen auf das Herz? Stress und Anspannung wird biologisch als Kampf und Flucht interpretiert und führt zur Erhöhung der Herzfrequenz, des Pumpvolumens, des Blutdrucks und der Sauerstoffmenge. Der biologische Sinn ist, in Kampf- und Fluchtsituationen alle Energiereserven zu mobilisieren, um zu überleben. Unsere heutigen Kampf- und Fluchtreaktionen werden ausgelöst, zum Beispiel durch Streit mit Partner oder Kindern, Stress mit Kollegen oder dem Chef, dauerhafter finanzieller Not oder Schreiben von Behörden. Stresssituation, Einfluss auf die Lungen, Überblähung der Lungenbläschen, Alveolen, Erhöhung der Atemfrequenz, vermehrte Sauerstoffaufnahme für Energiebildung, ATP. Der biologische Sinn, Überleben, Mobilisierung aller Energiereserven. Welchen Einfluss haben Stresssituationen auf den Darm? Stress und Anspannung führen zur Verlangsamung der Darmtätigkeit und Nahrungsaufspaltung. Der biologische Sinn? In der Überlebenskampfsituation ist Nahrungsaufnahme, Verdauung und Nahrungsausscheidung nicht vorteilhaft für das Überleben. Sympathikus dominant. Sport- und Wettkampfsituation. Aktueller Beziehungsstreit. Allgemeine zwischenmenschliche Auseinandersetzung, Prüfungsangst, ein aktueller Unfall oder eine Schockdiagnose beim Arzt. Bei einer Entspannungssituation, biologisch interpretiert als Entspannung und Regeneration, wird durch den Einfluss des Parasympathikus die Herzfrequenz verringert.
Parasympathikus-Dominant-Beispiele. Nach einer Sport- und Wettkampfsituation, während der Schlafenszeit, wenn wir entspannen oder meditieren, nach der Lösung einer Konfliktsituation, nach der Entwarnung einer vorherigen Schockdiagnose, durch die ständige Regulation der Herzfrequenz in jeder Sekunde unseres Lebens lässt sich ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zur aktuellen Situation des vegetativen Nervensystems herstellen. Was sind die Messparameter? HF bedeutet Herzfrequenz. Die Herzfrequenz ist die durchschnittliche Anzahl der Herzschläge pro Minute. SI steht für den Stressindex oder die sympathische Aktivität. Der Stressindex zeigt die Belastung des Körpers und gibt Auskunft über das Stresslevel. RI oder Ruheindex, parasympathische Aktivität. Der Ruheindex gibt Aufschluss über den Entspannungs- und Erholungszustand des Körpers. Wie kann ich Stress und Dauerstress frühzeitig erkennen? Welche Messungen gibt es? Das sogenannte Rhythmogramm. Das Rhythmogramm zeigt sehr schnell, ob eine hohe oder geringe Variabilität vorliegt. Das Histogramm. Die prozentuale Verteilung aller Messwerte nach Bereichen. Je mehr Balken, desto besser der Gesundheitszustand. Das Streudiagramm. Je ausgedehnter die Punktwolke ist, desto größer die Variabilität. Eigenständig Dauerstress frühzeitig erkennen, Therapiemaßnahmen überprüfen und die Balance zwischen Anspannung und Entspannung überwachen.